Wir durften das Aerial Detection System Identiflight testen, und zwar im Rahmen der Naturschutzbegleitforschung, dem Projekt Nat4Vincent, das auch vom BFN finanziert wird. Das System wurde von der Firma E3 verdankenswerterweise zur Verfügung gestellt. Die Tests fanden auf dem Testfeld des Windenergieforschungsclusters Süd bei Donsdorf-Geislingen auf der Schwäbischen Alb statt. Das ist östlich von Stuttgart. Sie sehen hier die rote Nadel, wo das Testfeld liegt. Hier haben wir den Blick von oben. Also das Testfeld liegt hier wirklich auf dem Plateau der Schwäbischen Alb, direkt am Alb drauf. Der Zeitraum der Datenerhebung, der war vom 20. April bis am 18. Mai 2020. Und der Ziel des Tests war die Untersuchung der Detektionseigenschaften des Systems. Und wir haben keine Wertung bezüglich der Abschaltung vorgenommen, da auf dem Testfeld noch keine Windturbinen errichtet sind. Hier sehen Sie das Studiengebiet von oben. Diese weißen Fünfecke hier, das sind die Meteomasten. Zwei Meteomasten sind bereits errichtet und zwei sind noch geplant. Und dazwischen liegen die geplanten Standorte der Windturbinen. Im Umkreis von 2 Kilometern haben wir hier 4 Rotmilanhorste. Das heißt, dementsprechend haben wir, also die häufigsten Flugbewegungen im Gebiet sind vom Rotmilan. Weitere häufige Arten sind zum Beispiel der Turmfalke, der Mäusebussard oder auch der Kolkrabe. Und es gibt auch noch andere Arten, die ab und zu mal dort unterwegs sind. Dann komme ich zum Identiflight-System. Das System besteht aus 8 fixen Weitwinkelkameras. Diese überwachen permanent einen horizontalen Umkreis von 360 Grad mit einem vertikalen Öffnungswinkel von minus 1 Grad bis plus 64 Grad. Und die Aufgabe dieser Kameras ist die Detektion von Objekten. Wenn die Weitwinkelkameras ein Objekt detektiert haben, dann schwenkt eine bewegliche, hochauflösende Stereokamera auf dieses Objekt. Und diese Kamera bestimmt die Distanz zum Objekt, die Größe des Objekts und nimmt auch Fotos auf. Anhand der Fotos wird die Artbestimmung vorgenommen mit einem neuronalen Netzwerk, und die Zielart vor Ort war der Rotmilan. Weiter verfolgt diese Kamera dann den Vogel und nimmt die XYZ-Koordinaten auf. Hier links sehen Sie den Standort des Identiflight-Systems, schön zwischen dem einen Rotmilanhorst und dem Testfeld. Hier haben wir den Blick der Weitwinkelkameras in Richtung Nord und in Richtung Süd. Hier Richtung Süd sieht man ganz schwach noch die beiden Windmessmasten, die bereits errichtet sind. Und was man hier auch noch sieht auf den Bildern, dass es hier so schwarz markierte Bereiche gibt. Das sind maskierte Zonen, die aus Datenschutzgründen von der Detektion ausgeschlossen sind, eben Straßen und Gebäude zum Beispiel. Die Daten des Systems, die liegen in Form von Excel-Tabellen vor, die von der Webplattform heruntergeladen werden können. Hier sehen Sie so einen Ausschnitt von so einer Excel-Tabelle, jeweils mit der Track-ID, Zeitstempel, Distanz und so weiter, zusammen jeweils mit dem zugehörigen Belegfoto. Dann zum Prinzip des Tests und den Fragestellungen. Prinzipiell ging es eigentlich um den Vergleich der Systemdaten mit unabhängigen Vergleichsdaten, die im Umkreis von 700 Metern um das Identiflight-System erhoben worden sind. Einerseits ging es um die Erfassungsrate, also wie viele der unabhängig erfassten Flugwege sind vom IDF detektiert worden. Es ging um die Identifikation, wie viele der vom IDF detektierten Flugwege sind korrekt klassiert worden. Dann auch um die Distanzabhängigkeit, nimmt die Erfassungsrate mit zunehmender Distanz zum IDF ab. Und schließlich auch noch um Gründe für Nichterfassungen.
Damit stelle ich Ihnen die unabhängigen Vergleichsdaten vor. Wir hatten einen Datensatz, der mit Laser Rangefinder erhoben worden ist und einen Datensatz mit einem besenderten Rotmilan, also GPS-Daten. Bei den Laser Rangefinder-Daten sind es Daten von diversen Individuen. Die Beobachtungen haben während 9 Tagen stattgefunden. Und hier haben wir rund 3000 Positionen, Einzelpositionen gesammelt, die zu 146 Flugwegen zusammengesetzt werden konnten. Die zeitliche Auflösung der Tracks betrug meist 2 bis 10 Sekunden. Dann bei den GPS-Daten. Das sind Daten nur von einem einzigen Individuum. Hier habe ich die Daten von denselben 9 Tagen verwendet, wo auch Laser Rangefinder-Beobachtungen stattgefunden haben, plus 3 zusätzliche Tage, wo die Wetterverhältnisse schlecht waren. Auch hier waren es rund 3000 Positionen und die konnten zu 162 Flugwege zusammengesetzt werden. Die zeitliche Auflösung der GPS-Tracks war auch meist zwischen 1 bis 10 Sekunden. Und die Flughöhe haben wir barometrisch korrigiert, weil ja das bei GPS-Daten immer mit Schwierigkeiten verbunden ist, die Genauigkeit der Flughöhe. Hier sehen Sie noch die Anordnung im Gebiet. Gelb wiederum der Standort des IDF. Blau ist der Horst vom Rotmilan, wo wir das Männchen besendet haben. Und hier im Testfeld drin war noch der Standort für die Laser Rangefinder-Beobachtungen. Die Daten haben wir alle in QGIS eingelesen und zur Beurteilung, ob ein LRF- oder GPS-Flugweg vom IDF erfasst worden ist, dienten folgende Grundlagen: der Zeitstempel, Verlauf und Form des Flugwegs, Distanz und Flughöhe und auch die Fotobelege des IDF. Als für das IDF nicht detektierbar oder nicht beurteilbar sind folgende Flugwege ausgeschlossen worden, also Flugwege, von welchen alle Punktpositionen innerhalb einer maskierten Zone waren oder außerhalb dem Sichtfeld der Kameras. Dann auch Flugwege, die sehr kurz waren, das heißt wenige Punkte räumlich und zeitlich nahe beieinander. Oder Flugwege, wo die Auflösung zu grob war, das heißt wenige Punkte räumlich und zeitlich weit auseinander. Hier sehen Sie 3 Beispiele von Detektionen. Links in Rot ist der Flugweg, der mit dem Laser Rangefinder erhoben worden ist. Rechts in Blau ein GPS-Flugweg und Orange ist jeweils der Flugweg, der vom IDF aufgezeichnet worden ist. Und hier in der Mitte haben wir noch ein Beispiel, der mit allen 3 Methoden erfasst worden ist, also LRF, IDF plus GPS. Gelb ist jeweils der Umkreis von 700 Metern. Und was wirklich schön ist, man sieht auch hier auf den Bildern den Fotobeleg, dass der Vogel einen Sender trägt. Also das war deutlich der GPS-Vogel, der da unterwegs war. Dann komme ich bereits zu den Ergebnissen. Total haben wir 146 LRF und 162 GPS-Flugwege erfasst. Davon haben wir 103 LRF-Flugwege und 121 GPS-Flugwege als für das IDF detektierbar eingestuft. Und von den 103 LRF-Flugwegen sind 91 Flugwege vom IDF detektiert worden. Das entspricht einer Erfassungsrate von 88,3%. Und von den 121 GPS-Flugwegen sind 100 detektiert werden. Das ist eine Erfassungsrate von 82,6%. Und von den 91 LRF-Flugwegen sind wiederum 89 richtig klassiert worden als Zielart, also 97,8%. Und von den 100 GPS-Flugwegen sind 99% korrekt klassiert worden. Dann hier eine Tabelle mit der Distanzabhängigkeit der Erfassungsrate. Hier habe ich die LRF- und GPS-Flugwege zusammengenommen. Hier auf dieser Reihe haben wir die Distanzklasse 0 bis 100, 100 bis 200 und so weiter. Hier haben die entsprechende Anzahl Flugwege, die in diesen Distanzklassen
aufgetreten sind. Und hier sehen Sie die Erfassungsrate in Abhängigkeit der Distanzklasse. Und was man schön sieht, ist, dass die Erfassungsrate eigentlich bis 700 Meter auf hohem Niveau bleibt. Dann hier noch ein zusätzliches Ergebnis. Und zwar habe ich auch noch stichprobenartig falsch-negativ und die falsch-positiv-Rate angeschaut. Und das basiert nur auf den Systemdaten des IDF. Und zwar habe ich die Fotobelege von 3 vollständigen Tagen angeschaut, die das IDF aufgezeichnet hat. In diesen 3 Tagen sind 1249 Flugwege entstanden vom IDF. Davon habe ich 388 als Zielart identifiziert anhand der Fotos. 822 waren keine Zielart und 39 Flugwege waren nicht beurteilbar, weil die Fotos zu unscharf waren. Innerhalb von den Zielarten waren lediglich 5 als falsch negativ, also fälschlicherweise als Nicht-Zielart klassiert. Das ist eine falsch negativ-Rate von 1,3% und entsprechend waren 98,7% korrekt positiv. Innerhalb von den Nicht-Zielarten war nur ein Flugweg fälschlicherweise als Zielart klassiert. Das entspricht einer Falsch-Positiv-Rate von 0,1%. Dementsprechend waren 99,9% korrekt negativ. Nun noch zu den Gründen für Nichterfassungen. Also rund die Hälfte der Flugwege, die nicht erfasst worden sind, waren Flugwege, die eher tief über Boden erfolgt sind. Und weil das Gelände um den Standort ein bisschen ansteigt, kommt es vor, dass tiefliegende Vögel nicht den Himmel, sondern teilweise Gelände als Hintergrund haben. Und wenn man einen Vogel vor Hintergrund detektieren muss, dann ist das schwieriger, als wenn der Vogel mit Himmel als Hintergrund detektiert werden muss. Aber die Systemhersteller arbeiten daran, dass das verbessert werden kann, auch vor Hintergrund zu detektieren. Dann haben diese Flugwege teilweise auch maskierte Zonen einfach durchkreuzt, wo die eine Detektion erschwert haben könnten. Und es sind auch einige Flüge von niedrigen Sitzwarten aus gestartet. Hier haben wir das Beispiel mit den GPS-Daten. Und zwar haben wir hier eine ganze Reihe von so Holzstromleitungsmasten. Die sind nur 11 Meter hoch. Und wie man hier mit dieser Punktewolke sieht, sitzt der Rotmilan gerne auf einen von diesen Masten. Und wenn Flugwege dann von dort aus gestartet werden, dann sind die oftmals nicht erfasst worden vom IDF. Ungefähr 33% der Fälle, da waren gleichzeitig mehrere Vögel unterwegs und das System war bereits mit der Verfolgung eines Vogels beschäftigt. Bei 12% der Fälle könnte auch Reflexionen der Sonne eine Rolle gespielt haben. Aber es gilt hier auch zu sagen, dass diese Faktoren teilweise in Kombination miteinander auftreten und man kann nicht immer ganz klar sagen, jetzt genau das oder das war der Grund, warum jetzt ein Vogel nicht detektiert worden ist. Dann komme ich bereits zur Zusammenfassung und zur Schlussbetrachtung. Hinsichtlich Detektionseigenschaften erfüllt das IDF die Empfehlungen aus der Workshop-Reihe des KNE. Andere Punkte haben wir nicht überprüft. Also das System, das erlaubt die Bestimmung der Entfernung, der Position und der Flugrichtung. Das System erlaubt eine Arterkennung und die Fehlerrate bei der Arterkennung Rotmilan war sehr gering. Jetzt mit diesem Artenspektrum vor Ort. Dann ist auch die Erfassungsreichweite für den Rotmilan von mindestens 700 Metern ist erfüllt. Und schließlich noch die Erfassungsrate von mindestens 75-80%. Das ist ebenfalls erfüllt. Das gemittelte Testergebnis war hier 85%.
Dann noch zwei generelle Anmerkungen, die mir am Herzen liegen. Und das gilt nicht nur für das IDEF, sondern einfach generell für so Detektionssysteme. Und zwar, je mehr Flugaktivität in einem Gebiet herrscht, umso größer ist natürlicherweise das Risiko, dass ein Detektionssystem irgendwann mal einen Fehler macht. Und eine große Erfassungsreichweite nützt nichts, wenn die Zielarten oftmals von Positionen starten, die nahe an WEA liegen, wie zum Beispiel Sitzwarten. Damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Hier sind noch ein paar Schnappschüsse vom IDF, so damit Sie ein bisschen einen Eindruck davon haben.